war ein schöner Abend. Ja, das fand ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr eine ganz tolle Hausbar hier habt. Sicher, aber ich glaube, das ist keine gute Idee jetzt. Ach, wir sollen gleich auf dein Zimmer gehen? Nein. Du wirst doch wohl jetzt nicht da weiterlernen, nachdem ich jetzt da bin. Das wäre ganz schön unhöflich. Überraschung! Oh. Oh, du hast mir einen Riesenschreck eingejagt. Spinnst du? Hey, das war doch ein Spaß. Der Spaß ist langsam vorbei. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Hey, entspann dich, ja? Wie kommst du überhaupt dazu, mir hinterher zu rennen? Hey, gehst du mit allen Männern so um, die dich mögen? Jens, ich will nicht mit dir zusammen sein. Verstehst du das nicht? Du bist ein netter Kerl, aber es hat eben nicht gefunkt. Ach so. Lass mich in Ruhe, ja? Hey, Moment mal. Ich lass mich nicht so einfach abservieren, ja? Es wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben. War ich zu nett? Ha? War das unser Problem? Was hast denn du für Sachen an? Georg. Ich hab's ja geahnt. Gut, das ist eine mögliche Art der Reaktion. Die zweite Möglichkeit. Intelligenter Künstler. Kommt unerwartet zurück, findet Freund mit Freundin. Beide diskutieren in einem kühlen und geschliffenen Dialog die Pros und Kontras der Situation. Eine stilvolle Komödie. Für jedermann ein Hochgenuss. Dritte Möglichkeit, ihr haut ja eins auf die Fresse. Ja, dann gehe ich mal packen.